Hallo, in diesem Video möchte ich anhand dieser Punktwolke zeigen, wie ich hier auf dieses Podest ein Geländer draufbauen kann, ohne dass ich das Naturmaß nachzeichnen muss. Das heißt, wie könnte ich dies jetzt machen? Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, mal als erstes eine Clippingbox zu erstellen, dass ich einfach mal den Bereich verkleinere, in dem ich mich jetzt befinde oder arbeiten möchte. So, das heißt, durch Anklicken dieser Kanten und Linien kann ich diese Box vergrößern und verkleinern. Mit mittlerer Maustaste wird dies dann bestätigt. So, ich beginne im ersten Schritt, dass ich hier in diesem Fall eine Linie konstruiere. Gibt natürlich viele Möglichkeiten. Aus meiner Sicht jetzt die einfachste wäre, dass ich eine Bearbeitungsebene lege. Diese Bearbeitungsebene kann ich mit der rechten Maustaste sagen, ich möchte aus der Punktwolke einen Punkt nehmen und dann wird mir innerhalb dieses Kreises die Ebene definiert. So, ich muss natürlich kontrollieren, wie ich die Punkte angebe. War jetzt in diesem Fall nicht sehr sauber. Das heißt, ich habe die Punkte falsch erwischt. So. Jetzt wieder. So. So, das heißt, jetzt sieht man es am Beispiel, dass sie richtig ist. Diese Ebene kann ich natürlich auch mittels Drag und Drop verziehen. Das heißt, ich möchte hier diese Maus oder diese Ebene an die vordere Kante ziehen. Kann jetzt mit der Taste C einen Punkt angeben. Es war zu früh. Der Taste C. Auf die äußere Fläche anklicken. Das heißt, ich habe jetzt die Fläche auf die äußere Kante gelegt. Und jetzt möchte ich hier einfach eine Skizze drauflegen. Das heißt, ich sage hier eine neue Skizze, lege auf diese Ebene und kann dann diesen Linienzug modellieren. Wieder mit der Taste C kann ich einen Punkt aus der Fläche nehmen. So, von hier nach hier. Dasselbe natürlich von hier nach unten. So. Und dasselbe nochmal unten. So. Das heißt, man sieht hier schon, dass ich hier diesen Verlauf gezeichnet habe. Diesen Verlauf kann ich dann noch mit der Ecke schließen, also Innenecke schließen, damit ich einen schönen Start- und Endpunkt habe. Erzeugen. Hier kann ich natürlich noch sagen, zum Beispiel die Linie soll verlängert werden, wieder mit der Taste C bis hier nach außen. So, das heißt, hier habe ich diesen Linienzug komplett modelliert. Ich brauche jetzt natürlich noch einen weiteren Linienzug. Das heißt, ich sage wieder eine Ebene, wieder mit der rechten Maustaste aus der Punktwolke und von dieser Fläche. Dann wähle ich wieder meine Skizze an, sage hier in diesem Fall, das ist meine Linie. Sag hier wieder von diesem Punkt ausgehend bis in diesem Fall diesen Endpunkt. So, das heißt, ich habe hier meine zwei Skizzen erzeugt und ich kann jetzt in diesem Fall zum Beispiel sagen, ich möchte hier diese zwei Skizzen in ein Nebenteil legen, damit ich dann in weiterer Hinsicht besser arbeiten kann. Das heißt, ich sage Skizze, soll eine Strukturbaugruppe sein. Und ziehe die einfach hier mit rein, weil die wird man im Laufe der Konstruktion sicher noch öfters brauchen. Ich möchte jetzt daraus eine Listenansicht machen. Das heißt, ich sage hier Listenansicht neu und wähle einfach nur die Skizze aus und lege mir diese Skizze hier auf die Seite. So, das heißt, ich habe hier in diesem Fall meine Skizze. Könnt ihr noch sagen, zum Beispiel nur aktives Teil darstellen und habe hier meinen Skizzenverlauf. Was ich natürlich jetzt noch schauen muss, dass die Punkte sie geschlossen sind, damit mein Geländer natürlich eingebaut werden kann. Fürs Geländer ist die Ausrichtung der Pfosten natürlich wichtig. Deswegen muss ich hier ins Weltkoordinatensystem gehen, gehe in mein Geländer entlang Kante, wähle hier die Kanten an, wo ich mein Geländer bauen will. Sehe schon hier in der Vorschau und kann hier dann mein Geländer definieren. So, kann hier eine
Werte definieren. Lasse es hier einfach mal auf 0, so, wegen meiner Vorschau. Das heißt, ich habe hier meine Werte eingestellt, welche Pfostenunterkonstruktion ich haben will, welchen Handlauf ich haben will, welche Füllung ich haben möchte. Ich will hier einfach nur eine Knieleiste haben. Ich möchte hier einfach die Geländerhöhe von 300 mm, also ein kleines Geländer haben. Und mit OK baue ich dies dann hier ein. So, ich habe hier mein Geländer erzeugt. Dies kann ich natürlich hier in der anderen Ansicht wieder anschauen. Und somit habe ich hier sehr einfach mein Geländer auf dieses Podest gebaut und kann natürlich jetzt achten, wo ich es hinsetzen möchte. Das heißt, ich kann es noch verschieben, versetzen. Normalerweise würde ich das in zwei Abschnitten machen, damit ich das einfach besser bearbeiten kann und nicht so, wie ich jetzt in einem Abschnitt gemacht habe. Aber so kann man sehr einfach in die Punktwolke rein modellieren.